Er, der andere terrorisiert, lebt selbst stets in Angst. Ja, ja. So, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Heute mal die 2. Steht schon, also die 18. Runde, 11-6 für T-Side. Der Verdächtige hat jetzt 18-13, hat sie mal in einen Verdienwelt geholt. Da war bis jetzt eben der Legend ab. So, jetzt mal die Bombe, 3 Cities leben noch in einer von Terrorists. Der steht T. Wird höchstwahrscheinlich schon gecallt, dass der T steht. Die HI hätte schon fast wehgetan. Kurz ist jetzt die Gegner dann schon. 15, 12, 16, 11, 16, 13. Das ist eigentlich jetzt nichts krasses. Also sollten es keine schlimme Sache sein. Was man da in dem Fall jetzt mal so, was ich mal so sagen könnte, falls der Typ wirklich anhat, wenn sie später anhat, dann wird es wahrscheinlich so ein Rage-Tag sein. Ja, er will jetzt nicht verlieren, er macht halt gar an und versucht es zu gewinnen. Okay, das war jetzt schon krass, weil von da unten auf Short zu aimen, das ist nicht easy. Da bist du eigentlich im Nachteil, weil die Gegner einfach High Ground haben. Und okay, das war jetzt ein Teamkill. Und wenn dann wirklich 3 Terrorists da vor dir stehen, hast du normal den Kürzeren gezogen. So, der hat einmal Suicide reingeaimt, als würde der wissen, dass er da steht. Kann auch möglich sein, weil mit der Double da steht er einer von seinen Mates, der könnte den ja gesehen haben und das gecrawlt haben. So. Da hat er, hat mal jetzt Ace mit AK, 5 Headshots, einen hat er von Short geholt. Aha, aha. Diese Bunny Hops, die sollten legit ausschauen, was sie aber nicht waren. Gut, einer von den Mates hat Mitte kassiert. Einer von den Mates ist Mitte gestorben. Okay, hat einer Lower gepusht, da gut. Lower steht einer, die Info hat er. Alle die Steps. Mhm. Also er spielt gerade krass, ne? Ich hatte 57% Headshot-Quote bei 28 Kills, das ist eigentlich auch erstaunlich. Sieht der zweite Kill in Headshot. Nee, 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 Bunny Hop ist da, das ist nicht mehr legit. Er hat zwar dieses nach links und rechts Bewegung, das ist halt, er versucht es halt legit auch schon zu wirken. Also das, er möchte das einfach so, dass es das einfach legit aussieht, ne? Aber auch so, nee, da movest du nicht so vor. Nie. Den wusste er, dass der kommt. Wenn die Smoke etwas früher gekommen wäre, dann hätte man sagen können, ja okay, der wusste, dass der lang ist aufgrund des Smoke, aber der hatte da schon hingegeben, bevor die Smoke irgendwie aufgeploppt ist. Also, Bunny Hop Script ist an. Wola höchstwahrscheinlich auch. Na, da frage ich mich jetzt dann, warum aimt der da Mitte hoch, wenn man in dem Fall weiß, wo die Gegner hingehen. Denn einen Lower könnte es vielleicht gehört haben, ich weiß nicht, aber das hetzt jetzt gerade nicht auf. Aber kann man sich einmal aufsetzen. So. Den hat er auch gehört und wer weiß, dass der letzte Upper Tunnel ist Richtung B. Mhm. Aber man merkt so schon vom Moven her, dass das ein Bot ist. Also in der Art und Weise, wie er versucht halt die Bunny Hops zu machen.
Den hat er mal nicht getroffen. Aha. Woher weiß der, dass der da steht? Gut, jetzt hat er ihn gesehen, aber vorhin doch noch nicht. Interessant, das war mal 34 Kills. Das ist eines von diesen Aim-Legenden, von dem ich letzten Overwatch gesprochen habe. Also solche Mates hast du, also Mates, so Boys hast du momentan permanent im Gegnerteam. Ja, schön gleich alle drei Mitte hoch pushen. Also Teamkill ist normalerweise ein Grund für Griefing, aber das war ja unabsichtlich. Bombe liegt lang. Boxes, letzter steht da, okay. War das okay. Aber sie haben es aufgeholt, sie haben es die letzten vier Runden geholt. Und glaube in den letzten vier Runden hat der Boy mehr Kills gemacht als im ganzen Game. Also davor halt. Pushstock mit der AWP Mitte hoch. Macht man ja so. Gut, der Lower ist tot. 3 auf Spot. Ah. Was macht er? Die HI hätte ich schon viel früher geworfen. Aber der aimt auch gleich natürlich zu dem Reissack hin, als würde der wissen, dass der auf einmal so ein paar Meter jetzt vorne steht. Es ist extrem schwul jetzt. Weil ich mir selber nicht ganz sicher bin. Fangen wir von unten an. Spielbehinderung würde ich in dem Fall jetzt nicht sagen, er hat zwar einen Teamkill gemacht, aber der war unabsichtlich. Anderweitig seinen Hilfen. Bunnyhop. Hat er definitiv drinnen. So von Gameplay her würde ich jetzt nicht ganz, beziehungsweise würde ich auf unzureichende Beweise tippen. Nachdem der aber ein Bunnyhop-Script drinnen hat, was zweifellos erkennbar war, gehe ich auch stark davon aus, dass der so im Ganzen nicht ganz clean war und das einfach dieser klassische Rage-Hack halt, ne? Man verliert und will halt das Game nicht verlieren, macht halt noch kurz an, stellt da Aim Assist oder sowas an, dass da halt die Tabs reingehen mit der AK oder so. Weil bei wie viel Kills? 34 Kills und dann na, über 50% Headshots-Quote ist erstaunlich. Und wenn der Boy wirklich so krass ist, dann würden seine Teammates auch so viele Kills machen. Also man könnte ja vielleicht sagen, dass das smurft, aber wenn das smurft, würde der nicht mit Bunnyhop-Script herumrennen. Entweder hackst du oder smurfst, und wenn du smurfst und hackst, hast du sowieso kein Leben, weil wenn nicht, was das dann bringen soll. So. Ja, das war mein Urteil. Ihr könnt wie immer in der Infobox oben rechts entscheiden, ob der Boy clean war oder nicht. Und ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, beziehungsweise könnt ihr mir genauer schreiben, woran glaubt ihr, dass er clean war, oder woran glaubt ihr nicht, dass der clean war, beziehungsweise dass der anhatte, ne? Über den Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen und hilft mir weiter. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, könnt ihr mir halt eure Meinung dazu sagen. Und ja, über den Daumen nach, also hatte ich ja schon, über ein Abo würde ich mich freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich habe es auch in der letzten Overwatch schon gesagt, aber in Zukunft werden öfters Overwatches kommen, weil einfach seit dem Steam Summer Sale ist es unspielbar geworden. Du hast einfach immer wieder Boys, die machen 30, 40, 50 Kills im Gegnerteam. Hast keine Chance, kassierst einfach nur ein Brett nach dem anderen von denen. Sowas macht einfach keinen Spaß mehr. Keinen von uns. Und deswegen werde ich da jetzt öfters auch wieder ein paar Overwatches raushauen, bis sich die Lage dann mal wieder entspannt. Gut, dann war es dann auch wieder mit dem Video für heute und ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.